Du hast immer die Chance. Da oben. Ach da, okay. Du hast immer die Chance, dass wenn du einen mehr setzt, What the fuck? die ganze Scheiße zusammenbricht, Alter. Was ist das? Kann man da drauf laufen? Sind das Leitern? Ja, Mann. Alter, wie geil. Was ist das für ein Sprungbrett, ey? Ich komm nicht die Leitern nicht hoch. Die hier. Ich komm diese Scheiß leider er hatte nicht. Er hat gestern schon das Problem, keine Ahnung. Er ist so voll ausgerastet fast. Ja, ja weil ich nirgends du hochkomme. Du guckst falsch hin, du musst höher gucken. Mit deinem Fadenkreuz richtig hoch auf die Leiter gucken. Mag ich doch. Alter, das macht dir mein Geländer richtig unnötig, ey. Nee, ich komm nicht hoch diese Leitung. An deinem Geländer habe ich ein paar Dinge rausgerissen, weil ich hatte erst geplant, nämlich von da oben. Eine Treppe. Jetzt bist du runtergefahren. Ja, ich bin gerade runtergegangen, ja. Mit Absicht. Naja, ich hatte vor, da Treppen von da oben runterzuziehen bis zur Mauer. Die Mauer haben wir übrigens zusammen gemacht, Markus und ich. Ja, das ist auch ein Heidegeschäft, das weiß ich. Ja. Hä, von der Klumlitter. Nee, kann ich vergessen. Keine Ahnung. Warum ist eigentlich hier ein Loch? Wegen dem Pfosten. Muss ich noch füllen. Okay. Habt ihr vor der Mauer, habt ihr gar nichts, oder? Nee, noch nicht. Okay. Alter, diese Dinger hier, gell? Circa 70.000 Eisen. Hörst du? Was? Alter, nein! Du machst mir, nee, du machst mir gar keinen Schaden. Warum machst du mir gar keinen Schaden? Weil wir verbündet sind. Nee, das zeigst du gar nicht. Eingeladen. Ah. Party und verbündet ist was anderes anscheinend. Ja, verbündet sind wir immer. Party, ja genau, oder? Deswegen kann ich dir keinen Schaden mehr machen. Selbst wenn wir nicht in Party sind. Ich habe 10 Level gemacht. Nur mit Eisenabbau. Krank. Ich glaube dir die Mine. Ah, jetzt schon hochkommen. Ich habe ja, nach 20 Mal, aber Leute, wir brauchen da eine andere Möglichkeit. Wenn du da runterfällst, wenn Zombies bist, du kommst, also ich komme nicht mehr hoch. Bis ich oben bin, bin ich tot. Normalerweise sollte man jetzt gar nicht mehr da unten sein. Hier habe ich das komplette Eis rausgezogen, außer die Decke. Ja, aber mach. Und dann habe die Möglichkeit besteht halt noch, dass man runterfällt. Ja, du musst glaube hier jetzt anfangen zu stabilisieren. Hier bin ich dann auf neues Eisen gestoßen. Krass. Junge, Junge. Geil. Ja, ist auch nicht mehr weit bis zum Durchbruch sogar, glaub. Je nachdem, wie tief müssen. Ja. Nein, ich bin falsch gelaufen. Ja, Blumen, sag mal so, die andere Möglichkeit wäre halt, wenn man so eine Treppe macht, mit Abstand. Man braucht halt irgendeine Möglichkeit, sicher hochzukommen, wo die Zombies nicht unbedingt hochkommen. Ja, das wäre halt so ähnlich wie die Treppe, die wir hier haben. Ich baue da gerade schon. Mit Abstand halt. Man sollte nicht mehr runterfallen, wenn ich das hier fertig habe. Guck mal. Das ist eine Türe. Ja. Wenn du willst, kannst du drüber laufen. Wenn du fertig bist, machst du auf. Ja, aber du kannst am Türrahmen noch laufen. Oh, cool. Oh. Das Ding ist, dass das die Zombies anzieht. Ich habe Videos geguckt heute extra deswegen, wegen Parping. Was zieht Zombies an? Die Zombies suchen sich Pfade, ja, die sie begehen können. Und bei einer Türe denken sie, sie können drüber laufen. Ja. Wenn die aber dann offen ist, denken sie immer noch, sie können drüber laufen. Können es dann aber nicht. Aber dadurch, dass sie denken, sie können drüber laufen, sehen sie das hier als Pfad,
benutzen diesen Pfad mit höherer Chance als irgendeinen anderen Weg. Verstehst du? Ah, okay. Dann ist die suchen ich... sozusagen immer den einfachsten Weg. Ja. Naja, aber jetzt wird es schwierig, wenn wir hier unten wieder neu reparieren wollen, sozusagen. Ja, warum? Wir haben eine Nagelpistole. Verdammt. Naja, mit der Nagelpistole ging die Mauer eigentlich auch recht fix. Du kannst ja mit der Nagelpistole auf Range Sachen aufwerten und bauen. Du musst ja gar nicht mehr arg ran. Ah, okay. Und runterfallen sollte man gar nicht. Und wenn, dann hat man trotzdem noch hier eine Leiter. Seit wann haben wir den Bettomescher? Die hat Markus gestern gebaut und hier die Säge auch. Ah, cool. Die Säge, genau. Wo ist die Rohstoffkiste hin? Ha, die ist da jetzt im Boden. Das ist eine Bodenkiste. Ja, Mann. Ach, cool. Wenn wir so ein Buch finden für Dekoration, kann man diese dann bemalen mit Symbolen drauf. Da hat man hier dann so ein Rohstoffsymbol. Bei Heile hat man dann so ein Medkit-Symbol. Kannst du eigentlich dann auch eine Gartenhacke machen? Kann ich Holz? Du kannst schon mal in meine Kiste reinschauen. Ja, hab ich. Will's dann machen. Ich hab, also das meiner Kiste kann man ja alles theoretisch aussetzen auf 6. Guck jetzt mal die schönen Tools an, man. Ja, da ist da Blut dran. Ja. Voll ja. Geil. Sehr gut. Voll geil. Spitzhacke und Steinaxt habe ich mir gleich mal eine gecheckt. Kannst du dann schon Compound-Bogen machen? Könnte dir ne Ding machen. Armbrust. Ja, Armbrust, ja, cool. Also ich habe noch einen Schraubschlüssel 6. Da packe ich hier mal mit rein. Was wollte ich noch? Brauchen wir für die Armbrust. Na hier, das Ding noch. Okay. Fehlt mir theoretisch. Okay. Ups, jetzt bin ich runtergefahren. Wo bist du, Kevin? Draußen eine Türe abbauen, die ich falsch gesetzt habe. Ach so, du baust jetzt hier noch die Türe. Okay. Naja, Markus fliegt die ganze Zeit runter. Aber keine Ahnung, ob dann deswegen Zombies kommen, kein Plan. Also ich habe da dieses blöde Zeichen dran mit dem Typ, aber ich habe auch keine Mats dafür. Vielleicht hat das Scrap Polymers, Leder. Wir haben wieder Kreischer. Zu. Seitdem die Mauer da ist, sind die so verdammt oft da, ist nicht mehr normal. Wo denn? Draußen. Ich sehe gar nicht. Schon tot. Oh, sollte ich gerade mein Scharfschützengewehr auspacken. Es wäre voll cool, wenn man hier an dem Ding, an der Mauer hier, in der Ecke, einen matten Turm machen könnte. Ach, Freddy, wir waren gestern übrigens auch noch ein bisschen looten. Mhm. Muss mal in den Waffenschrank gucken. Okay. Ui. Ui, die ist sogar besser wie mein Jagdgewehr. Das ist die Sniper. Ich brauche das 762er. Mhm. Ich glaube, ich muss mein Jagdgewehr austauschen. Kein Klebeband mehr. Ne, musste ich gerade auch erst craften. Kleber und Stoff jetzt. Hä, ich kann hier gar nicht modifizieren. Das MRC. Das ist scheiße. Ich kann auf dem MR10 kein Scharfschützenmodul drauf machen. Hm.
Das ist halt viel besser mit dem Mehrfachschuss. Gott sei Dank habe ich jetzt außenrum komplett. Ich will. Was willst du? Töten. Und ich wüsste, wo die Schlampe ist. Wo denn? Das weiß ich ja gerade nicht. Warum sind die hier runtergefallen? Schlampe. Ich mag meine Waffe. Hey. Natürlich. Ach so, ist gut. Fällt man nicht mehr unnötig rein oder so? Ne, jetzt mach ich da noch einen Deckel drauf. Holzklappe reicht eigentlich. Ja. Aber ich bin gespannt, was es hier abgeht mit der mit dem Eingang. Mhm. Das jetzt, echt jetzt? Ich kann da keine Holzklappe setzen. Ja, wegen der Leiter. Nach ja. oben hin. Ja. Aber die ist ja eh unnötig, die geht viel zu hoch. Kannst du wegmachen. Das muss ja nur genau angrenzend sein, dann passt es. Ups. Sehr cool, Alter. Da ist unsere Mine versteckt. Richtig cool. Mal schauen, wie weit ich das jetzt aufwerten kann. Oh nein. Okay, jetzt brauche ich verstärkte Stahl. Voll geil. Voll cool, Mann. Alter, aber ich will hier unten nicht mehr sein. Lass mich wieder hoch. Ich werde jetzt eine Weile lang nicht mehr hier runter gehen. Da kannst du dir sicher sein. Aber ja, das habe ich mir gedacht, das ist nicht so sehr cheaten. Das ist cool, wenn Markus und ich oder so ohne dich zocken wollen, weißt du? Ja, das ist richtig. Wow, da kommen zwei Grüne. Oh krass. Oh, what the fuck. Ich sag doch, die Base blockt die jetzt mehr an. Grüne Big Mama. Junge. What the fuck? Okay, die Armbrust braucht echt ein Weilchen zum... immer noch irgendwas. Ja, aber ich finde die extrem effektiv. Also extrem effektiver als der Bogen. Ja. Das auf jeden Fall. Alter Mann, der Wald ist einfach nur geil hier. Wir hätten testen lassen sollen, wo es hier anfangen reinzukommen. Wir hätten ins Haus gehen müssen. Ach, Idiot. Also ich selber. Ich glaube, wir sollten einen Garten auf dem Dach bauen. Den muss ich eh ein bisschen abreißen, siehst du? Ja. Der war im Weg für die Mauer. Ja, bloß der Zaun war ja im Weg, mehr nicht. Ja.